Hi, wir sind die Wiener Unabhängige Medizinstudierenden, kurz die WUM, und wir treten dieses Jahr wieder zur HWAL an. Mein Name ist Caroline Volprecht und ich bin die diesjährige Spitzenkandidatin. Seit unserer Gründung setzen wir uns für die Anhebung der Aufwandsentschädigung KBJ ein und konnten hier vor kurzem erste Erfolge erreichen. Im WIGEF und in Niederösterreich wurde die Aufwandsentschädigung auf 800 bis 900 Euro angehoben. Das ist schon mal sehr gut, aber wir sind noch nicht so ganz da, wo wir eigentlich hinwollen. Und deswegen wollen wir uns weiterhin für die Anhebung der Aufwandsentschädigung einsetzen und fordern eine Mindestentlohnung von 1.240 Euro. Wir haben uns außerdem für die Überarbeitung der Vergabekriterien der Erasmus-Plätze stark gemacht. Diese konnten wir durchsetzen, sodass seit letztem Studienjahr die Erasmus-Plätze nach den neuen erweiterten Vergabekriterien verteilt werden. Wir sind jedoch im fünften Studienjahr weiterhin sehr eingeschränkt, wenn es um Auslandsaufenthalte geht. Daher fordern wir in den nächsten zwei Jahren eine höhere Flexibilität und mehr Austauschplätze im fünften Studienjahr. Außerdem arbeiten wir an der Etablierung eines Erasmus Student Networks, um unseren Erasmus-Studierenden eine bessere Vernetzung untereinander und mit Studierenden der MedUni Wien zu ermöglichen. Ein ebenso großes Anliegen ist uns der weitere Ausbau und der unkomplizierte Zugang zu unseren Fördertöpfen. So können wir bessere finanzielle Unterstützung für alle Studierenden gewährleisten. Die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie wichtig die hybride Lehre für uns Studierende ist. Präsenzvorlesungen müssen aufgezeichnet werden, um allen Studierenden Zugang zum gelehrten Inhalt zu ermöglichen, ohne dass sie an Zeit und Ort gebunden sind. Die Zukunft ist hybrid und zeigt, dass wir sowohl das Digitale als auch das Analoge zum Leben und zum Lernen brauchen. Während der Pandemie mussten wir auf den sozialen Ausgleich neben dem Studium verzichten und hier wollen wir jetzt wieder richtig durchstarten. Vor kurzer Zeit fand der erste Kitten-Call nach Corona-Pause statt und wir freuen uns, euch endlich wieder bei unserem wöchentlich stattfindenden Medical Tuesday im Charlie Peace tanzen zu sehen. Bei der ÖH-Wahl dieses Jahr würden wir uns über deine Stimme für die WUM und für unsere KollegInnen für die STV, für Jakob, Alexis, Noam, Niki, Marius und Yannick sehr freuen.